So, Leute, willkommen zurück zu der nächsten Folge Lords of the Fallen. Und ihr seid hier bei mir bei Zusammen Zocken. Und ich stehe vor der wichtigen Frage, wen ich. Keinen Laut von euch. Wenn ihr die Verseuchten aufweckt, kann ich nicht entkommen. Ja. Am Leben lassen sollte. Es gibt hier zwei, die in einer Kammer gefangen sind. Und ja, ich kann wohl nur einen befreien, aber wie öffnen? Die meinten nämlich, wenn ich die Tür öffne, werden die diese Viecher wach und töten die zwei. Auch wenn man hier in der Zelle kein Mensch sehen kann. Ich glaube, das ist auch ein Bugfehler, ein Fehler, ein Grafikbug. Ja, was machen wir? Ich kann nur eine öffnen. Anscheinend. Machen wir das? Ja, keine Ahnung. Ach, da ist ein Hebel. Was wahrscheinlich diese Seite öffnet. Ach, ich weiß, wo ich bin. Benutze ich den Hebel? Ja. Keinen Laut von euch. Wenn ihr die Verseuchten aufweckt, kann ich nicht entkommen. Ja. Jetzt habe ich hier einen Shortcut. Das ist der dazu den vorderen Teil. Gebt keinen Laut von euch. Wenn ihr die Verseuchten aufweckt, kann ich nicht entkommen. Okay. Aber wie kriege ich sonst die Tür auf? Das ist null. Und es gab irgend. Es gab eine Nachricht über. Zelle 11 wäre ein Hammer drin. Das sieht ja jetzt nicht aus wie Zelle 11. Aber. Okay. Okay, ich werde mich mal hier dran versuchen. Ist der abgehauen? So aus. Sauberer Schuss. Und jetzt der nächste. Ah, der ist wohl dann tot. Schätze ich mal. So, der hat was fallen lassen. Das ist nett. Und der Mensch ist tot. Tja. Da
ist eine Tür, in der man das hier verlässt. Aber ich will das nicht verlassen, weil sonst kann ich alle Gegner nochmal töten. Und das will ich jetzt nicht. Nicht mit 10.720 Punkte. Da ist ein Hebel. Den ich bedienen könnte, aber nicht weiß, was dann passiert. Von da bin ich gekommen. Nee, bin ich? Doch, von da, glaube ich, bin ich gekommen. Nee, ich bin doch von hier gekommen, ne? Oder? Nee, ich... Nee, hier... Nein, von hier bin ich nicht gekommen, sondern... Von hier. Von da bin ich gekommen. Okay. Okay. Wo führt dann das hier hin? Wie war das? Kenne ich das? Das kommt ja alles so bekannt vor. Ach ja. Ach ja. Ach so ist das. So hängt das zusammen. Gut, gut, gut. Was ist das? Oh. Das habe ich... Wieso hatte ich den noch nicht? Die verborgenen, versiegelten Bereiche der Katakomben könnten mehr schreckliche Dinge bergen, als uns bewusst ist. Einer der Roga-Herrscher, der die Angriffe auf die Abtei anführt, wurde im Inneren gesehen. Er hat viele unserer Soldaten getötet, bevor sie die Gefahr auch nur bemerkt hatten. Bisher wissen wir nur, dass ihn unser Zorn auf irgendeine Weise nährt. Lasst uns Gleiches mit seinem tun. Vom Zorn sich nähren. Klinge der Weg... Reiter. Schwert, Haupthand, leerer Sockel, Gewicht 2, Energie 130, Stärke und Forderung 80, skaliert 0. Also es ist nicht besser als meine Axt. Menschenblut scheint an diesem seltsamen Metall nicht zu halten. Mit Roga-Blut hat es noch niemand versucht bis jetzt. Menschenblut hält nicht auf diesem Metall. Seltsam. Ist das eine Tür? Ist das etwa eine Tür? Moment mal, ich sollte mir vielleicht diesen Ring nochmal anziehen. Das. Und dann gehe ich vielleicht nochmal zurück. Mal schnell zurück.
So, wo ich schon mal hier bin, kann ich auch einmal speichern. Menschliche Schädel. Da ist noch was verschlossen. Vielleicht ist das der dafür der große Hebel gedacht. So. Könnte sein. Da ist jedenfalls ein Item. Ach so, da geht ein Gang runter. Und einen Hebel sehe ich noch für diese Tür, nehme ich an. Ah, hört ihr das? Wo kommt das her? Hier ist es nicht mehr. Es könnte hier sein, ne? Moment. Aber wie will man das denn schaffen? Ja, hier ist es auch nicht mehr. Ja. Erbstück. Ich glaube, ich weiß, was das ist. Da. Menschen wollen schon seit jeher die seltsamsten Dinge mit ins Grab nehmen. Dieser Hammer zählt allerdings nicht dazu. 3 Gewicht, Glaube 10, physischer Schaden 85. Ich glaube, das ist mehr als meins, weil dieser blaue physischer Schaden, der wird da nicht dazu gerechnet, oder? Ich weiß es nicht. Ich glaube aber nicht. Keine Skalierung, keine Rune. Schaden von 85. Vielleicht wird der physische Schaden doch durch die Rune zuaddiert. Weil oben steht ja der Grundschaden, glaube ich. Wenn das der Grundschaden ist, dann ist natürlich das noch ein bisschen mehr. Was hat das noch? Blockwiderstand 67, aber das nutze ich ja eigentlich nicht. Angriffsgeschwindigkeit. Ach so, Energie 200. Das ist natürlich viel. Ja, als Alternative vielleicht. Erbstück. Ein Hammer. Noch ein. Ja, den habe ich doch schon, oder? Wie? Hä? Hä? Habe ich doch schon gesehen. Ja. Habe ich nicht verstanden. Aber wir werden ja jetzt nicht zwei hier finden, sondern nur einen. Dann ist das hier Zelle 11. Ja, Zelle 11. Aha. Ja, gut, dass ich das mit dem Ring versucht habe.
Und hier ist der Hebel nochmal. Okay, hier gehe ich auch nochmal durch. Hier ist aber nichts mehr. Also, ich suche jetzt nach Geheimwände, Geheimgänge. Okay. Dann mache ich mich mal an den Hebel dazu schaffen. Allerdings weiß ich nicht, ob ich zuerst die Erfahrungspunkte einsetzen sollte. Aber ja, weiß ich nicht. Davon geht vielleicht, passiert unten irgendwas mit dem Tor. Vielleicht. Ja, ich setze mal die Erfahrungspunkte ein. Für den Boss, wenn das da so sein soll, dann will ich die ja auch nicht mitnehmen. Genau. Ach ja, ich kann einen Zauberpunkt erhöhen. Das sollte ich auf... Ach so, 18, glaube. Ich brauche ein bisschen mehr Glaube. Ich brauche mehr Glaube. Dann, Moment. Also Gebet könnte ich einsetzen, aber das benutze ich eigentlich nicht mehr. Na? Na? Na, 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 na. Komm, einmal da rein. Und wenn ich Glaube erhöhe, geht die Magie plus 6 hoch. Ausdauer. Ich würde gerne Ausdauer auf 20 haben. Ich glaube, das mache ich auch erstmal. Ja. Jo. Und den Rest auch hier rein. So. So, benutze ich das oder nicht? Das mit dem Bonus ist beim Einsatz der XP dann noch da. Ich weiß es nicht. Ich probiere das mal aus. Ich habe 6 Flaschen Heiltränke. Das sollte doch erstmal reichen. Ja, sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Vermutlich war das für unten ein Effekt, aber hier oben passiert ja mal nichts. Und ich mach noch mal den Magiering. Ist das der Zauberkräfte? Hier ist ja auch nichts passiert. Ja, also. Ach, stopp. Es gab doch. Moment, hier ist dieser Gang. Es gab doch auf der anderen Seite irgendwo noch so einen Gang. Oder? Ist das das gewesen? Da waren wir ja schon, das kennen wir schon. Das ist das, das kennen wir auch. Da geht es auch nicht weiter. Nicht, dass es irgendwo noch irgendwas gab und ja, das wollen wir ja nicht verpassen. Oh. Aber ich bin schon ganz schwindelig vom
wie oft ich jetzt hier rumgelaufen bin. Und da gibt es jetzt keinen weiteren Gang. Nein. Das heißt, hier runter. Und Moment, ist noch was zum kaputt machen. Habe ich wohl vorhin nicht gemacht. Und dann hier abspeichern. Und dann, ja, ich weiß nicht, was mit dem Hebel passiert ist. Hat sich hier was verändert dadurch? Das Tor da hinten ist zu. Okay. Also, rein in den Boss, oder? Ja. Ich hab Magiering an. Ja. Was kann denn schon schief gehen? Wo ist denn der Hebel? Jo. Champion. Hallo. Was macht er? Was macht der denn? Das Feuer macht ihn aber jetzt auch nicht sehr viel aus. Ups. Jo. Wie ist das? Ja. Auch nicht so viel. Okay, 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 okay. Du bist stärker als ich. Ich weiß. Hab mir schon gedacht. Ups. Nein. Wollte Magie. Ja. Okay. Oh. Oh. Habe ich den Ring eingesetzt? Ja, ne? Oh. 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 Wieso hat er zwei Leisten? Ups. Okay. 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 Ach, der hat eine Ausdauerleiste. Oh. What? Und ein Feuerzauber-Effekt. Nein. Oh. Das heißt, Feuer passiert da nicht so viel, aber eigentlich doch. Aber der hat eine Menge. Ah, jetzt ist sein Zauber. Das ist eine Ausdauerleiste, die ist. Aber er kann trotzdem noch kloppen. Ah.
nicht den. Nee, jetzt. Jetzt ist er bereit. Ach so, Mist. Gebet. Wache. Da. Meine Güte. Ja, schön. Okay. Aber nein. Wie viel Schaden mache ich denn hier so? Ich glaube, dieser Schaden ist bei dem Magieeffekt größer gewesen. Oh Mann. Ich muss ihn doch im Nahkampf auch mal machen. Oh, im Nahkampf ist er. So, 144. Boah, das ist zu wenig, um den ganzen Kampf so durchzuhalten. Ist einfach zu stressig. Geht aber. Er hat mich getroffen. Nein, das wollte ich nicht. Ah. Auf die Dauer hilft nur Power. So. Ach. Ich weiß nicht, wie ich da durchkommen soll im Nahkampf. Nein. Fuck. Nicht genug Magie. Was ist denn passiert? Mann. Ich muss im Nahkampf etwas machen. Sonst wird das nichts. Ne. Boah. Boah. Jo. Okay. So, die Schläge kann man ganz gut mit dem Schild blocken, aber die nicht. Ist das die zweite Phase? Sieht so aus. Ja. Und der Junge hat drei Phasen. Ups. Mhm. Wie soll ich denn da bitte was finden? Jetzt hat er den Effekt nicht, aber was mache ich daraus? Hinterherrennen. Ich weiß nicht, ob in diesem Raum irgendwas ist, was ich mir zunutze machen kann. Also ginge es irgendwie, aber es dauert echt ewig.
Und das ist die feige Taktik. Aber anders sehe ich da keinen Durchkommen. Ja. Aber mittlerweile glitschen mir die Finger vom Controller. So langsam. Ja. Zauber bereit. Aua. Oh. Hi. Ja. Nein. Da bin ich getroffen. Ach so, vielleicht sollte er diese Ram-Attacke an der Tür machen, die irgendwie giftig aussieht. Oh, oh, oh. Das hat mich getroffen. Oh. Jo. Ich versuche ihn mal dazu zu bringen. Ja, scheiße. Die Tür, ist die hier? Fuck. Ah, oh, fuck. Ich habe ja kein Heilungsdings mehr. Nee, da passiert nichts. Ja. Also es ist so zu schaffen, vor allem wenn ich noch mehr Heiltränke hätte, die ich ja normalerweise auch habe. Genau, warum habe ich das denn eigentlich nicht gemacht? Ich bin ja auch tot. Ich weiß nicht, wieso ich mir die nicht geholt habe. Ne? Ich bin ja nur mit 6 hier reingekommen. Was auch reicht, wenn man einmal diese Taktik hier hat. Die sehr zeitaufwendig ist. Aber auch legitim, wie ich finde, ne? Phase 3. Oh. Okay. Okay. Ah. Wop. Ja. Ja. Ich habe den, glaube ich, gar nicht getroffen. Ah.
Aha. Also jetzt hätte ich gar keine Chance mehr. Doch, hier bei den Attacken meine Magie einzusetzen. Aber sonst läuft er die ganze Zeit hinter ein her. Oh, oh. Ja. Das wird knapp. Ja, schade. Ach, es war abzusehen. Ich glaube, ich versuche ihn nochmal. Oh Mann. Diese Taktik ist echt dumm, aber ich weiß nicht. Der Hammer, achso, der Hammer, der hatte, glaube ich, Stingsbums, der brauchte, glaube auf 18 oder so. Ich konnte irgendwie, wegen irgendwas konnte ich den nicht benutzen. Ja. Und hier kann man auch einfach durchrennen. Ach nee, durchrennen ist ja nicht. Na. Ja. So. Einmal auffüllen. Und diese schwitzige Hände loswerden. Ja. Wie war das mit dem Hammer? Der hier. Ach doch, konnte den einsetzen. Ja. Er ist nur ein bisschen schwerer. Dann nehmen wir den doch mal. Ja. Sag ich mal. Uff. Ja. Ach ja, der kostete irgendwie 200. Energie. Gegen den soll. Damit kämpfen. Ja, vielleicht machen wir das auf unsere Art. Mal schauen. Lass mich mal den Hammer ausprobieren. Ach ja. Ja, nicht übel, aber es ist so schwierig, an ihn ranzukommen. Ah, habe ich schon mal zwei Treffer gelandet.
Nein. Blödi. Ja. Okay. Weg. Ah. Komm her. Ach, Scheiße. Ja. Huch. Na, hat er mich getroffen. Mhm. Ja, 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 ja. Naja, komm, trink mal. Ach, nicht von denen. Okay. Nein, dass ich auch nicht den Schild benutze. Das auch nicht. Da hätte ich hauen können. Da hätte ich, glaube ich, wieder hauen können. Hm. Nein. Ja. Zauber. Oh, ich weiß nicht, wie ich diesen Sprung gemacht habe. Aber der war nicht schlecht. Oh ja. Nein, das wollte ich nicht. Mir ist warm. Oh. Steht kurz vor der dritten Phase, nämlich jetzt. Okay. Das kann das Schild nicht ganz abwehren. Ja. Okay, okay. Okay, 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 okay. Du bist stärker. Ah.
Okay. Ach, shit. Magie könnte etwas schneller aufgebaut werden, finde ich. Ja. Nein. Komm, das schaffe ich, aber... Mhm. Doch. Das kann er auch. Nach hinten boxen. Ellenbogencheck. Sehr schön. Und einmal den. Nein! Oh. Ach, hier, drei Schläge. Nein! Weg! Mist. Sehr gut. Gut. Oh, noch zwei Heiltränke. Ah, nicht viel. Nicht viel. Vielleicht reicht's. Bestimmt. Nein. Nein. Das ist so schnell. Okay. Okay. Ach. Nein. Fuck you. Nein, mach doch mal das andere. Nein. Das andere. Nein. Ah, das ist auch gut. Ach, scheiße. Dreimal. Ja. Kommt her, hört mir zu. Keine Zeit für Niederlagen. Trophäe. Moment, bitte. Moment. Wir brauchen eure Hilfe. Faustwaffe. Hey. Rune groß. Hey. Moment. Nicht so hetzen. Oh Gott. Muss mich erstmal erholen. Das Glück ist selten demjenigen hold, der sich in schwierigen Situationen für eine kleine Waffe entscheidet. Okay, und ich entscheide mich jetzt nicht dafür. Der Hammer war gut, ne? Aber ja, ich lass den mal. Bin mir sicher. Aber ich lass den mal. Hier drüben!
Ja. Kommt her, hört mir zu. Moment. Diese Hetze, was soll das denn? Was war denn hier eigentlich los? Hey, hier drüben. Ja. Was habe ich denn gekriegt eigentlich? 6000? Kommt her, hört mir zu. Was war das denn? Es hat mich fast in Stücke gerissen. Ja. Das Ding ist tot. Antanas sagt, ihr könnt hereinkommen. Diese Tür führt in die Zitadelle. Okay. Und gibt's auch einen Speicherpunkt? Oder muss ich wieder zurück? Was ist das denn? Moment. Was sagt er noch? Kommt herein. Diese Tür führt in die Zitadelle. Ja, okay. Was war denn mit dem Hebel los, der da oben war? Frage ich mich. Und ist hier sonst noch irgendwas? Aha. Moment, ich brauche einen Kontrollpunkt. Ja. Da ist ein Schalter. Und was ist da? Das kommt mir auch so bekannt vor. Moment, ich brauche unbedingt Heiltränke oder so. Feuerwiderstand. So. Ja. Jetzt weiß ich nur noch nicht, was mit diesem Hebel los war. Und es gibt noch diese geheime Tür, die nicht aufging. Beziehungsweise nicht mehr zuging. Und ich dadurch nicht dadurch kam. Ja. Ich muss sowieso einen Schnitt machen. Ob das ein Hebel irgendwie was mit diesem Tor zu tun hat? Gute Frage, ne? Um das herauszufinden, könnte ich ja mal nach oben gehen. Ich meine, jetzt ist ja noch die Gelegenheit da, wo... Ach doch, die Gegner sind wieder da. Dann lasse ich das jetzt. Ich dachte, ich nutze die Gelegenheit ohne Gegner. Also, Zitadelle meinst du, ja? Dann gehe ich mal da durch. Komm. Hä? Menschlicher Schädel. Oder ich guck mich mal da oben um. Ja. Also ist nicht besser als... das, was ich... hatte, diese Axt, ne? Ich sollte die Axt, glaube ich, nehmen, weil die einfach schneller ist. Ja. Mein Wecker ruft mich.
Achso. Den hier noch gedrückt, gezogen. Und. Ah. Mann! Der kloppt mich hier tot. Ja, nun gut, ja. Ich muss gestehen, dass ich einen Fehler gemacht habe. Ja, ich habe etwas gestohlen. Nicht aus Not, sondern aus Gier. Ich habe nicht gehungert und ich lag nicht im Sterben. Ich wollte es nur haben, weil ich es haben wollte. Aber reicht das, um mich derart wegzuschließen? Sie denken, das Böse sei absolut. Alles Böse ist das reine Böse. Bin ich böse? Nur weil ich etwas gestohlen habe? Okay, Leute. Ich gehe mal hier durch. Und dann ist gleich Schluss. Ich hoffe, das reicht noch von der Zeit. Ja. Gut. Dann benutze ich das. Und in der Zitadelle sind wir, glaube ich. Sollte es wohl sein. Mache ich hier einen Schnitt. Danke fürs Zugucken, Leute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem, wie hieß er nochmal, Champion. Ich hatte es. Und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao, ciao.